Hallo zusammen, ich bin Vanessa, ich mache HF, habe vorher eine dreijährige Lehre als VG gemacht. Momentan bin ich im vierten Semester und das absolviere ich jetzt in Utzigen im Wohn- und Pflegeheim. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ein Alltag bei mir so aussieht. An meinem Beruf gefällt mir am besten der Kontakt mit den Bewohnern und die Zusammenarbeit in einem intraprofessionellen Team und natürlich auch das medizinische Wissen, das man sich aneignen kann. Was man für die HF mitbringen sollte, ist Freude am Arbeiten. Man muss sich auch bewusst sein, dass man Verantwortung übernehmen muss und Stress ausgesetzt ist. Und am wichtigsten ist es, dass man Menschen gerne hat. Ich arbeite in einem eher kleinen Team. Es sind alle sehr lieb und hilfsbereit. Was ich cool finde, ist, dass alle einen sehr guten Humor haben. Ich arbeite wirklich sehr gerne mit ihnen und bin froh, dass ich in diesem Team sein darf. Mehrere Momente, die mir geblieben sind, ist, es gibt eine Bewohnerin, die kommt jeden Morgen kommt sie von zuhinterst hinten aus ihrem Zimmer raus und strahlt die schon von ganz weitem an und winkt dazu. Und das finde ich immer mega schön. Ich werde vom Betrieb wie auch vom Team mega gut unterstützt. Ich kann immer zu ihnen gehen. Also wenn ich mal eine Frage habe, dann kann ich zu allen Teammitgliedern gehen. Weil sie haben auch immer ein offenes Ohr für mich, sei es eben eine Pflegehelferin, sei es meine Berufsbildungsverantwortliche. Die Abteilungsleitung, wirklich alle sind immer für mich da und helfen mir. Was man erwarten kann, wenn man hierher kommt, ist ein gut organisierter Betrieb, liebe Leute, sei es Mitarbeiter oder Bewohner und eine lehrreiche Zeit an einem Ort mit einer sehr schönen Aussicht. So, das waren jetzt ein paar Eindrücke von meinem Alltag hier als HF. Ich hoffe, es hat euch lustig gemacht. Wenn ihr Interesse habt, kommt doch mal vorbei und schaut das Ganze live an.